alle diskutieren über Dieselfahrverbote. Greenpeace hat jetzt zum ersten Mal Karten veröffentlicht, die für verschiedene deutsche Großstädte zeigen, wie dort entlang der Hauptstraßen, also nicht nur an einzelnen Messstellen, sondern entlang der Hauptstraßen, die Belastungen mit Stickstoffdioxid sind. Wenn man sich beispielsweise die Stadt München anguckt, dann wird sehr schnell deutlich, dass nicht nur die Straßenabschnitte um die Messstationen betroffen sind, sondern dass es Straßen im gesamten Stadtgebiet sind. Die Karten geben den Menschen jetzt die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen, inwieweit sie von den hohen Stickoxidbelastungen betroffen sind. Die Karten zeigen ganz deutlich, dass Fahrverbote an einzelnen Straßen, wie es jetzt in Hamburg gibt, keine Lösung sind. Der Bundesverkehrsminister Scheuer muss jetzt den Weg für eine blaue Plakette freimachen und für verbindliche Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Städte und Bundesregierungen müssen gemeinsam daran arbeiten, dass Autos mit Diesel- und Benzinmotoren in Städten bald Geschichte sind.